bayerische Ministerpräsident und Vorsitzende der CSU, Horst Seehofer. Lieber Edmund, lieber Manfred Weber und lieber Herr Generalsekretär Andreas Scheuer, liebe Freunde, nachdem die SPD in Hamburg die absolute Mehrheit verloren hat, gibt es jetzt in Deutschland noch ein Bundesland, das mit absoluter Mehrheit regiert wird. Und das ist der Freistaat Bayern mit der CSU, liebe Freunde. In der Politik gibt es nicht nur links oder rechts, sondern auch unten und oben. Und wo wir sind, liebe Freunde, ist oben, ganz oben. Franz Josef Strauß ist der Schöpfer des modernen Bayern. Franz Josef Strauß ist mein Vorbild. Und er ist der Hauptverantwortliche, dass wir als CSU ununterbrochen seit 58 Jahren in Bayern den Ministerpräsidenten stellen, liebe Freunde. Das ist Franz Josef Strauß. Er steht mit einer Büste hinter meinem Schreibtisch in der Bayerischen Staatskanzlei, hinter meinem Schreibtisch in der Landesleitung der CSU. Das heißt, er schaut mir jeden Tag, jede Stunde, jede Minute über die Schulter. Und ich habe mich bei vielen schwierigen Entscheidungen gefragt, wie hätte Franz Josef entschieden? Und ich habe mich bei diesen Entscheidungen immer leiten lassen, dass wir sein großes Erbe bewahren und mehren. Und deshalb bin ich ganz sicher, dass er mir immer mit Wohlgefallen über die Schulter geschaut hat, liebe Freunde. Und er hätte als Anhänger des Facebook immer geklickt, gefällt mir. Das gilt für unseren derzeitigen Stand der Partei und für den Freistaat Bayern. Ich glaube ja nicht jeder Umfrage. Aber wenn sie gut ist, dann schon. Die letzte Umfrage des Bayerischen Rundfunks. 69% sind zufrieden mit der Staatsregierung. Ein Spitzenwert in Deutschland. Und sogar die Anhänger der Opposition sind froh, dass in Bayern die CSU regiert. . 52% der SPD-Anhänger, 53% der Grünen-Anhänger, sogar 60% der Freien Wähler sind mit der Staatsregierung zufrieden. Und Ihnen allen, der SPD, den Grünen und den Freien Wählern, kann ich nur zurufen, dann wählt doch lieber gleich richtig. Das bisschen Opposition macht die CSU dann mit, liebe Freunde. . 71% sagen, sie sind mit dem Ministerpräsidenten zufrieden. Von den CSU-Anhängern sogar 92%. Ich danke dafür. Das ist mir Ansporn. Das ist Verpflichtung und Auftrag. Und dieser Auftrag hieß für mich von der ersten Stunde an, das oberste Gesetz für unser politisches Handeln ist das öffentliche Wohl. Das ist das Gesetz, dass es Bayern gut geht und den Menschen in Bayern. Und es ist das zweite Gesetz, auch da zitiere ich Franz Josef Strauß, durch unsere Politik tragen wir dazu bei, dass Bayern immer Bayern bleibt, liebe Freunde.
Und wenn ich heute lese, dieser Aschermittwoch, der ist vielleicht ein Auslaufmodell in 10 oder 15 Jahren, man nennt ja dann Zeiträume, damit die Kontrolle immer schwieriger wird, kann ich nur sagen, ich habe am Wochenende ein schönes Buch gelesen von einem Journalisten, den ich sehr, sehr schätze, der leider schon verstorben ist. Und das Buch trägt den Titel Die Partei, die Bayern geschaffen hat. Und in diesem Buch kommt nur die CSU vor. Und es war kein Journalist, der aus unserem geistigen Lager stammt. Und der beschreibt den Aschermittwoch 1972. Liebe Freunde, damals fand er noch im Wolfertstädter Keller in Vilshofen statt. Und er kommt schon damals, 1972, zu dem Ergebnis, das ist eine triste Sache, und er wird nicht mehr lange bestehen. Und deshalb sage ich dem Professor, der das heute auch in der Öffentlichkeit gesagt hat, 15 Jahre, dann wird es ihn nicht mehr geben. Der politische Aschermittwoch, jedenfalls der CSU, wird niemals untergehen. Er wird immer bestehen, liebe Freunde. Die CSU ist die einzige Volkspartei in ganz Europa. Eine Volkspartei in der politischen Mitte. Wir vereinigen alle Bevölkerungsschichten unter unserem Dach. Die Marktwirtschaftler und Liberalen, die Nationalkonservativen und Wertkonservativen, die Christlichen und die Sozialen. Und ich sage ausdrücklich als Vorsitzender dieser Partei, wir sind auch die Heimat der demokratischen Rechten. Rechts von uns hat es nie und wird es nie durch unsere Politik auf Dauer eine demokratisch legitimierte Partei geben, liebe Freunde. Jedes Land, das haben alle Vorredner schon angeführt, braucht eine Identität. Und ich möchte es noch etwas deutlicher sagen. Was macht unser Land aus und für was treten wir ein? In Deutschland leben über 48 Millionen Christen. Das aufgeklärte Christentum war und ist im höchsten Maße eine geschichtsbildende Kraft in unserem Land. Und deshalb, liebe Freunde, sage ich ganz eindeutig, das Christentum gehört zu Deutschland, liebe Freunde. Da gehört dazu der Schutz des Lebens, die Bewahrung der Schöpfung, die Würde des einzelnen Menschen, Freiheit und elementare Menschenrechte, Gleichberechtigung von Mann und Frau, Nächstenliebe und Toleranz. Das sind unsere Wurzeln, unsere Kultur, unsere Leitkultur. Und wenn ich darauf hinweise, dass Bayern ein christlich geprägtes Land ist, dann sollte dies eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein. Aber weit gefehlt. Als unser Generalsekretär Andi Scheuer unlängst Bayern als christliches Land bezeichnet hat, kam es zu einem Wutanfall der Grünen. Ich wurde öffentlich aufgefordert, meinen Kampfhund, gemeint war der Generalsekretär, an die Leine zu legen. So weit, liebe Freunde, ist es bei den Grünen gekommen, wenn man sich für unsere christlichen Werte und Traditionen hinstellt, ist man ein Kampfhund, dem man einen Maulkorb umbinden muss. Bei solchen Reaktionen, liebe Freunde, können wir nur noch beten, Herr, lass es Hirn regnen. Die christlich-abendländische Kultur bleibt unsere Leitkultur.
das christliche Menschenbild, das christliche Sittengesetz und die christliche Soziallehre. Strauß sagte immer, wir frömmeln nicht im politischen Alltag, aber wir haben eine klare, wertgebundene Grundlage. Und liebe Freunde, wir stehen für eine wehrhafte Demokratie. Von anderen Kulturen zu lernen, darf nicht bedeuten, die eigene zu vergessen. Toleranz heißt nicht Beliebigkeit. Toleranz darf nicht mit dem Wegschauen gegenüber Intoleranz verwechselt werden. Toleranz, liebe Freunde, braucht die wehrhafte Demokratie gegen Gewalt und Hass. Wir alle sind entsetzt über die brutalen Verbrechen in Paris und jetzt in Kopenhagen, aber auch über das Wüten des IS. Morde, Verbrennungen und Enthauptungen. Liebe Freunde, ich sage ganz deutlich, das ist kein Kampf der Kulturen oder Religionen. Das ist ein Kampf der Zivilisation gegen die Barbarei. Und dem müssen wir uns entschlossen entgegenstehen. Ich sage, der islamistische Terror ist die größte Kampfansage an die westliche Welt seit Jahrzehnten. Und deshalb müssen wir den Schutz unserer Bürger optimieren. Deshalb Waffenlieferungen für die Kurden. Deshalb mehr Personal für die Polizei und den Verfassungsschutz. Ich möchte hier mal unseren Polizeibeamten danken, die für unseren Schutz den Kopf hinhalten, liebe Freunde. Deshalb mehr Geld für die Bundeswehr, um diejenigen zu schützen, die uns schützen, unsere Soldatinnen und Soldaten. Deshalb, liebe Freunde, treten wir nachdrücklich für die Vorratsdatenspeicherung ein. Freiheit und Sicherheit sind keine Gegensätze. Ohne Freiheit gibt es auch keine Sicherheit, liebe Freunde, und ohne Sicherheit keine Freiheit. Das ist unser Maßstab. Und wir dürfen schon erwarten, auch das sage ich als bayerischer Ministerpräsident, dass die rechtstreuen muslimischen Gemeinden in unserem Lande einen klaren, einen aktiven Trennungsstrich ziehen, wenn der Koran als Alibi für terroristische Schandtaten benutzt wird, meine Damen und Herren. Auch das erwarten wir von unseren muslimischen Mitbürgern. Die Welt, und das möchte ich für die ganze CSU noch mal deutlich sagen, die Welt ist einerseits an vielen Stellen aus den Fugen geraten, aber die CSU hat ihren klaren Standort, der sich auch aus dem Vermächtnis von Franz Josef Strauß ableitet. Wir sind und bleiben fester Bestandteil, Herr Generalkonsul, der westlichen Wertegemeinschaft. Deutschland ist heute anerkannter Akteur in der ganzen Welt, 70 Jahre nach Kriegsende und 25 Jahre nach der Wiedervereinigung. Und unsere Botschaft ist eindeutig und sie bleibt es: nie wieder Krieg, Dialog und Aussöhnung. Dialog und Aussöhnung. Und keine Militarisierung der deutschen Außenpolitik. Liebe Freunde, wann hat es dies in diesem Umfang schon mal gegeben? Die ganze Welt vertraut unserer Bundeskanzlerin Angela Merkel. Und wir danken ihr für diese Arbeit. Versöhnung und Dialog, davon lassen wir uns in unserer Außenpolitik leiten. Und ich bin schon ein Stückchen stolz darauf, dass uns Bayern
und auch mir persönlich. Mit mehreren Besuchen in Tschechien und auch mit der Eröffnung einer bayerischen Repräsentanz in Prag auch auf höchster Ebene Versöhnung gelungen ist. Liebe Freunde, das ist von historischer Bedeutung und ich bin froh, dass Tschechen und Bayern heute in Freundschaft miteinander leben. Bayern ist das Integrationsland in Deutschland. Integration gelingt nur, wenn man sie fördert, aber wenn man auch etwas fordert. Und deshalb möchte ich als Standortbestimmung Ja sagen zur Integration für diejenigen Menschen, die auf einer sauberen Rechtsgrundlage hier zu uns ins Land kommen. Aber, liebe Freunde, Integration kann nur gelingen, wenn einige Bedingungen und Voraussetzungen erfüllt sind. Erstens, man muss bereit sein, unsere Sprache zu lernen. Ohne Sprache keine Integration. Zweitens, man muss unser Recht und unsere Gesetze achten. Drittens, man muss für sich und für seine Familie den Lebensunterhalt auch selbst verdienen, liebe Freunde. Wir sind nicht das Sozialamt für die ganze Welt. Und wir wollen keine Parallelgesellschaften. Wer bei uns leben will, liebe Freunde, muss mit uns leben und nicht neben uns oder gar gegen uns. So kann Integration nicht gelingen, liebe Freunde. Und so haben wir auch für Zuwanderung und Asyl klare Grundlagen. Ich bin der bayerischen Bevölkerung dankbar und der dafür zuständigen Ministerin Emilia Müller, dass sie bei denen, die mit Recht bei uns sind, Bürgerrechtsflüchtlinge, unbegleitete Minderjährige, dass da ein hohes Maß an Solidarität und Humanität eingebracht wird. Ich danke der bayerischen Bevölkerung für diese Humanität gegenüber den Zuwanderern und Asylbewerbern, die auf einer sauberen Rechtsgrundlage oder wegen eines Bürgerkrieges zu uns kommen. Sie werden von uns human behandelt, liebe Freunde. Aber diese Humanität wird nur erhalten, wenn wir den Missbrauch, den es auch gibt, verhindern und eindämmen. In diesem letzten Jahr sind 60.000 Zuwanderer aus dem Balkan gekommen. Ein Drittel mehr als aus dem Bürgerkriegsland Syrien. Und der Deggendorfer Landrat und Präsident des Bayerischen Landkreistages, Christian Bernreiter, hat in der Öffentlichkeit einen Satz gesagt, dem ich ausdrücklich zustimme und der von meiner ersten Bemerkung Humanität und Solidarität nichts wegnimmt. Liebe Freunde, wer diese Solidarität in der Bevölkerung aufrechterhalten will, muss den großen Rechtsmissbrauch, den täglichen Verstoß gegen rechtliche Grundlagen verhindern. Denn, so sagt Christian Bernreiter, wir sind nicht das Sozialamt für den Balkan, liebe Freunde. Das war seine Aussage, die ich ausdrücklich unterstreiche. Der Kosovo und Albanien sind sichere Drittstaaten. Dort gibt es keine politische Verfolgung. Und deshalb wird Bayern an Einwanderer aus diesen Ländern wieder Sachleistungen einführen und die Geldleistungen abschaffen, liebe Freunde, weil Geldleistungen sind ein Anreiz. Applaus
Wir wollen schnellere Verfahren. Und jetzt, liebe Freunde, bin ich unserem Innenminister außerordentlich dankbar. Vor 8 Tagen hat er gesagt, wir werden Leute, die zu uns kommen, ohne berechtigt zu sein. Und das ist aus dem Balkan der Fall. So schnell wie möglich wieder abschieben. Die Beate Merk war im Kosovo, hat dort erfahren, dass selbst die dortige Regierung wünscht, dass diese Leute wieder zurückkommen, um das eigene Land aufzubauen. Und der Joachim Herrmann hat innerhalb von 8 Tagen, liebe Freunde, damit begonnen. Sie haben das gestern sicher in den Nachrichten mitverfolgt, unberechtigte Asylbewerber aus dem Kosovo wieder abzuschieben. Das ist bayerische Politik. Und ich möchte auch einen klaren Satz sagen. Es gibt ja in Berlin Leute, nicht von der CSU, die wollen ein Einwanderungsgesetz. Obwohl nach Deutschland jährlich 1 Million Einwanderer kommen. 700.000 aus Europa, 200.000 Asylbewerber, Leute aus Drittstaaten über die Blue Card, über den Familiennachzug und Studierende. 1 Million Zuwanderer jedes Jahr. Und deshalb sage ich als Vorsitzender der Christlich-Sozialen Union, wenn ein Land jährlich 1 Million Zuwanderer hat, dann brauchen wir kein Einwanderungsgesetz mit noch mehr Zuwanderung, solange ich Vorsitzender dieser Christlich-Sozialen Union bin. Wird es in Deutschland ein Einwanderungsgesetz mit der CSU nicht geben. Auch bei der Wirtschaftspolitik würde Strauß anklicken, gefällt mir. Gefällt mir, weil die Bayern stehen nach wie vor an der Spitze des Fortschritts. Strauß selbst hat dieses Land vom Agrarland zum Industrieland entwickelt, Stoiber dann zum Hightech-Land und wir befinden uns gerade im digitalen Aufbruch und wir wollen überall gleiche Lebenschancen herstellen. Der Fortschritt spricht nach wie vor bayerisch. Ich danke Markus Söder für seine digitale Erschließung des Freistaats Bayern mit einem Fördersatz und mit einem Fördervolumen, das in ganz Deutschland, aber auch in ganz Europa einmalig ist. Danke, wir werden eine flächendeckende Erschließung mit schnellem Internet in ganz Bayern bekommen. Wir werden Anfang März die größte Behördenverlagerung innerhalb Bayerns beschließen, weil wir die Arbeitsplätze zu den Menschen bringen wollen, liebe Freunde, und nicht die Menschen zu den Arbeitsplätzen. Da wird viel bewegt, und das ist eine Politik für den ländlichen Raum. Bayern besteht nicht nur aus München, und deshalb fördern wir den ländlichen Raum durch Verlagerung von Arbeitsplätzen. Denn, liebe Freunde, uns ist der ländliche Raum viel wert. Und wenn es dem ländlichen Raum nicht gut geht, kann es auch Bayern insgesamt nicht gut gehen. Und deshalb ist das eine wichtige Maßnahme. Und dann möchte ich noch was zu unserer Energiepolitik sagen. Auch da stehen wir an der Spitze des Fortschritts. Ilse Aigner hat einen hervorragenden Energiedialog geführt. Und jetzt geht es um die Umsetzung in Berlin. Wir wollen sparsam und effizient mit Energie umgehen. Wir wollen zweitens klären, wie die Versorgungslücke von 60% in Deutschland mit Kraftwerken geschlossen werden kann nach
Schließung der Atomkraftwerke. Und dann kommt erst die Frage, wie transportieren wir Strom? Und nun gab es ja einen ganz intelligenten Vertreter der Medien, der eine Umfrage bei den Bundesländern gemacht hat, ob sie denn einverstanden sind, wenn Bayern Gaskraftwerke fordert. Während die Länder, die gefragt worden sind, selbst Gaskraftwerke und Kohlekraftwerke betreiben. Die Frage ist deshalb intelligent, weil das wäre das Gleiche, wenn man bei den Bundesländern rumfragen würde, seid ihr einverstanden, dass Bayern nicht mehr in den Länderfinanzausgleich zahlt? Die Antwort ist von vornherein klar. Deshalb darf man es auch nicht überbewerten. Aber liebe Freunde, zwei Dinge sage ich schon. Mir kommt es darauf an, dass wir zuerst klären, wie wird Strom produziert und dann die Frage, wie wird er transportiert. Und zwei Dinge kommen mit mir nicht in Frage. Dass wir aus der Atomkraft aussteigen, um in die Kohlekraft einzusteigen, liebe Freunde. Das wird mit Bayern nicht stattfinden. Und ich werde auch keiner Stromtrasse zustimmen, wenn nicht klar dargelegt wird, die Notwendigkeit. Und deshalb könnt ihr euch darauf verlassen, das sage ich in Schwaben, das sage ich in der Oberpfalz, in Mittelfranken, Unterfranken, Oberfranken, in Oberbayern. Solange die Notwendigkeit nicht belegt ist, wird ein Horst Seehofer auch einer Stromleitung nicht zustimmen. Ich möchte erst wissen, mit welchen Kraftwerken der Strom in Deutschland produziert wird. Und da möchte auch Bayern eine Wertschöpfung. Das ist bayerisches Interesse. Nicht irgendwelchen Strom aus Kohlekraftwerken Ostdeutschlands und Nordrhein-Westfalens nach Bayern, sondern wir wollen selbst eine Wertschöpfung in Bayern. Das war immer die Politik von Franz Josef Strauß. Und schließlich, liebe Freunde, wir sind die Schutzmacht der kleinen Leute. Keiner tritt so für die kleinen Leute ein wie die CSU. Mütterrente wird ausbezahlt. Das Betreuungsgeld ist ein Renner. 70% der bayerischen Familien beantragen das Betreuungsgeld, lieber Edmund, das wir durchgesetzt haben. Wir machen keine neuen Schulden in Bonn, in Berlin und wir zahlen Schulden in München zurück. Wir verlangen keine höheren Steuern, was die Linken pausenlos wollen, sondern erhöhen den Grundfreibetrag für die Kleinverdiener und bekämpfen die Steuerprogression, wo die Krankenschwester und die Pflegekraft nach jedem verdienten Euro weniger hat als vorher, liebe Freunde. Das ist unsere Politik. Und ich möchte danken der CSU-Landesgruppe, Gerda Dier, aber auch unserem Verkehrsminister Alexander Dobrindt. Liebe Freunde, ohne den Alexander Dobrindt gäbe es in Deutschland keine Maut für ausländische Straßenbenutzer. Ich bin dir dankbar, dass du das Gesetz eingebracht hast. Es beginnt wie immer Anfeindungen, dann es geht nicht, dann wird eine Schutzfrist, eine Schamfrist eingehalten. Dann freundet man sich mit dem Gedanken an und am Schluss kommt das Gesetz und es war schon immer die beste Lösung. Ich verspreche hier nochmal, liebe Freunde, weil ich mit der Kanzlerin darüber gesprochen habe und auch mit der SPD, die PKW-Maut für ausländische Straßenbenutzer in Deutschland wird in diesem Jahr verabschiedet, liebe Freunde. Auch da halten wir Wort. Und auch das möchte ich nochmal sagen, damit nicht aufgebaut wird, der ist anderer Meinung als seine Vorredner. Wir bleiben beim Euro auf unserem Kurs der Stabilität. Und der hieß immer, Hilfen gibt es nur,
gegen Reformen. Denn es ist ja nicht der Euro in der Krise, sondern wir haben eine Schuldenkrise in Europa. Das heißt, viele Länder haben über ihre Verhältnisse gelebt. Und eine solche Schuldenkrise beseitigen sie nur, wenn neben der Hilfe die Länder, die sich überschuldet haben, auch anstrengen, ihre Schuldenkrise zu beseitigen. Und da geht eines nicht, dass man in die Regierung kommt mit dem Versprechen höherer Renten, höherer Mindestlöhne, mehr Beschäftigten beim Staat, ich glaube 4 oder 5-mal so viel wie im Freistaat Bayern. Und anschließend, liebe Freunde, sollen für diese Wahlgeschenke die Bayern blechen. Das wird mit uns nicht in Frage kommen. Das haben wir in den letzten Tagen alles besprochen mit der Kanzlerin. Wissen Sie, die schönsten Termine sind die, die in der Öffentlichkeit gar nicht bekannt werden. Ich sage das allen. Die wichtigsten Termine sind jene, die nie bekannt werden. Da wird das wirklich Wichtige besprochen. Und deshalb bin ich sehr sicher, dass die Dinge so sich entwickeln werden, wie ich es euch gesagt habe. Bayern, liebe Freunde, ist was Außerordentliches, was Besonderes. Bayern ist eine Weltmarke, Bayern ist ein Premiumland und Bayern ist die Vorstufe zum Paradies. Das bestreiten mittlerweile mal nicht einmal die Vertreter der katholischen Kirche. Leben und leben lassen, wir sind wir, anpacken statt wehklagen. Das hat Bayern groß gemacht. Und wir machen es besser, einfach besser als alle anderen. Und deshalb könnten wir im Grunde auch alleine. Und deshalb, liebe Freunde, werde ich keine Reform des Länderfinanzausgleiches unterschreiben in Berlin. Wenn Bayern nicht massiv entlastet wird und gleichzeitig die Dynamik aus diesem Finanzausgleich herausgenommen wird, die diejenigen belohnen, die nichts tun, und diejenigen bestrafen, die hart arbeiten, liebe Freunde. Und nirgendwo ist der Zusammenhalt größer als in Bayern. Unsere Bevölkerung hält zusammen. Die größte Bürgerbewegung ist unser Volk. Und wir handeln nach dem Prinzip zuhören, nachdenken, entscheiden. Das ist das bayerische Erfolgsmodell. Und zwar nicht Einzelinteressen, Partikularinteressen, sondern, liebe Freunde, das Gemeinwohl Bayerns, aller Menschen, ist unser Maßstab. Und unser Kompass ist das christliche Menschenbild, die soziale Marktwirtschaft und bayerische Interessen. Und liebe Freunde, es lohnt sich eigentlich nicht, Größeres über die Opposition zu sagen. Die kann man vergessen in Bayern. Die haben kein Bayern-Gen. Die SPD Bayern erinnert mich fatal an Christoph Kolumbus. Als er losgefahren ist, hat er nicht gewusst, wohin. Als er angekommen ist, hat er nicht gewusst, wo er ist. Und als er heimgekommen ist, hat er nicht gewusst, wo er war. Und das alles mit dem Geld anderer Leute, liebe Freunde. Das ist die Realität. Die Welt schaut auf Bayern. Wir haben gerade die Sicherheitskonferenz hinter uns. Der G7-Gipfel in Bayern steht vor uns. Die führenden Staatenlenker werden zu Gast sein in Bayern.
Und dass wir so respektiert, ja manchmal auch beneidet werden, ist eine Gemeinschaftsleistung der Bevölkerung und der Politik. Wir gemeinsam haben uns das hart erarbeitet mit unserem bayerischen Weg. Und deshalb, ich sage euch, auch wenn wir die letzte Region Europas sind, in der die christlichen Werte noch hochgehalten werden, wir stehen, wir Bayern und wir von der CSU. Wir stehen für Bayern, wir dienen den Menschen in Bayern und auch mein Herz schlägt für Bayern. Ich danke euch, liebe Freunde. Meine Damen und Herren, der bayerische Ministerpräsident und Vorsitzende der CSU, Horst Seehofer.